Schreibt es mal unten drunter, ob Martin hier reinpasst. So, einen wundervollen, sonnigen guten Morgen, herzallerliebstes Zuckerschneckenpublikum. Wir haben Samstag und heute ist wieder ein ganz, ganz besonderer Tag. Zwar nicht für mich, aber für unseren Martin. Weil ich habe heute die glückliche Aufgabe, unserem Martin Zuckerschnecke den wundervollen W123 übergeben zu dürfen. Ja, ich bin auch schon gespannt, Martin kennenzulernen. Und freue mich auf ihn. Ich hole ihn um 14 Uhr vom Bahnhof ab. Und ich hoffe, wir können mit Martin vielleicht zusammen ein Übergabevideo sogar machen. Ja, wie gesagt, der 123er ist soweit fertig. Alles schön. Wir haben auch die Gasanlage drin, die ich euch auch jetzt gleich noch zeige. Und ja, ich muss mit Doma auch noch so ein paar restliche Einstellarbeiten machen, so die Feinjustierung an der Venturi-Anlage noch so ein bisschen am Verdampfer rumdrehen und gucken, wie die Performance ist und sowas alles, ne? Umgröße da mal schon mit Gefahren auf Gas auch, ne? Aber so ein bisschen Endkontrolle, Kaltstart gucken und sowas alles, ne? Ja, und dann und dann werden heute noch ein paar andere Fahrzeuge abgeholt, die umgerüstet worden sind. Das ist ja leider bei uns oft so, dass wir samstags, obwohl wir samstags ja offiziell nicht arbeiten, immer noch mal so Fahrzeuge annehmen, Fahrzeuge rausgeben, weil größtenteils die Leute ja samstags immer die meiste Zeit haben. Ne? Und unsere Kunden kommen ja immer von größtenteils 300, 400, 500 Kilometer teilweise weg. Das ist natürlich in der Woche immer schlecht zu bewerkstelligen, ohne Urlaub und alles. Ne? Und wir möchten es natürlich unseren Gasumrüstkunden auch leicht machen, dass es eben halt ein Auto zu uns zum Bringen, zum Umzurüsten nicht eine, keine Ahnung, Urlaubstage beansprucht und vor allen Dingen eine Weltreise mit der ganzen Familie wird, und deswegen bieten wir ja auch unsere drei Leihwagen an. So, ne? Ja, heute mal wieder ein Autovideo, ein Autogasvideo, Schnäppchenhausvideos habt ihr letztens ja zu Genüge gehabt, aber dann geht es heute Abend auch weiter mit der Treppe. Nur ich kann ja nicht immer nur Schnäppchenhaus-Videos zurzeit machen. Ich habe ja meine meisten Abonnenten auch aufgrund von dem Auto-Content. Den darf ich natürlich nicht enttäuschen. Ne? Haben wir noch viel zu zeigen. Okay, mein Lieber, sehen wir uns gleich in der Firma mit W123 Venturi. Und mal gucken, ich weiß auch gar nicht, ich bin gar nicht im Bilde. Ich habe gestern so viel auf dem Schnäppchenhaus gebastelt. Bin gar nicht im Bilde, welche Autos noch da sind. Na, was ist los, Dürmchen? Gut geschlafen? Ja. Samstagsdienst? Ja, rote Nummer schon in der Hand? Ja, schon. Freust du dich, dass wir Martin den schönen 123er rausgeben können? Ja, auf jeden Fall. Das ist so wie Geburtstag, ne? Ja. Ja, wir müssen noch Feintuning an der Gasanlage machen und dann um 14 Uhr holen wir Martin vom Bahnhof ab und dann mal gucken, vielleicht sogar mit aufs Video. Können wir mal Übergabe, Oldtimer-Nagelstudio-Oldtimer-Übergabevideo machen. Ja, ich habe noch eine rote Nummer, die müssen wir abmachen. Machen wir noch ab und dann jetzt erstmal Kaffee trinken und dann geht's los. Pass dich mal in deine Kameraposition. Ich muss doch Schokoladenseite machen. Du hast kein Kinderriegel im Face. Ach, hast du das Video doch geguckt? Natürlich. So, meine Lieben, wir sind von unserer letzten Perfektions-Tuning-Einstellfahrt zurück. Und was sollen wir sagen? Wir sind total zufrieden. Das Auto läuft wunderschön. Ja, willst du mal aus und anmachen? Wenn wir aus und anmachen? Ja, machen wir aus und an. Ja, warte mal, wir können ja mal zeigen. Gas, Benzin, wir haben den Umschalter jetzt provisorisch, weil wir möchten das Martin überlassen, wo der hin soll. Ne? Wir möchten da natürlich keine Löcher ins Armaturenbrett machen. Aussaugen tun wir dann gleich noch ein bisschen, eben halt Übergabe, richtig schön. Aussaugen tun wir dann gleich noch ein bisschen. Also. So, jetzt ist Benzin. Drehzahl fällt wunderbar ab. So, das ist das einmal die Nullstellung, ne? Ja, aus. Das, weil das für Vergaser ist, haben wir ja nicht. Und Gas. Drehzahl fällt auch wunderbar. Genau. Läuft wirklich ganz, ganz fantastisch. Er läuft auf Gas exakt wie auf Benzin. Mach mal aus, dann haben wir besser.
haben wir nicht so einen Krach, ne? Kann ich euch besser erzählen, ne? Ja, wir haben oben den schönen Mischer drin, das habt ihr im Vorvideo. Ach, Drumme, hier fehlt doch die 10er, die 6er Mutter musst du noch wieder drauf machen. Genau. Wir haben jetzt hier unseren total bewährten, uralten Nagel 9. Also das ist der UMVL R90E Verdampfer. Der ist super bewährt. In jedem niederländischen Oldtimer, der schon seit 30 Jahren fährt, ist der drin. UMVL wollte den auch schon aufhören zu produzieren. Haben sich das dann aber anders überlegt und Gott sei Dank produzieren sie ihn weiter. Wir haben ihn vor einem Jahr war die Aussage, ne? Dass sie den R90E nicht mehr bauen wollten, ne? Vor 2 Jahren, genau. Und da haben wir ganz, ganz viele davon gekauft. Jetzt haben wir glücklicherweise die Nachricht, dass OMVL den weiterproduziert, ne? Weil das wirklich ein toller Verdampfer ist. Ne? OMVL R90E Verdampfer. Da haben wir wieder, wie wir es schon gezeigt hatten, 2 Schrauben. Einmal hier unten, die untere. Hier kann man jetzt schlecht sehen. Untere ist, wie schwer geht die Membrane? Hier. Das heißt, umso besser der Venturi-Effekt ist, umso weiter kann die drin sein. Die haben wir glücklicherweise ganz drin, weil wir durch den Mischer, den haben wir doppelt angeschlossen, oben und unten. Hier sind die beiden Schläuche, der hat 2 Anschlüsse. Einen super Venturi-Effekt haben, also können wir den ziemlich drin lassen. Und hier ist die Gesamtgemischschraube, das ist die 2. Und die 3. ist das Power Valve, wo man quasi dann nochmal gucken kann, wenn so ein Venturi-Fahrzeug eigentlich ganz gut eingestellt ist, aber am Ende doch zu viel verbraucht, weil er bei Volllast eben halt zu fett ist, kann man hier am Power Valve den Kraftstoffzufuhr ein bisschen runterregulieren, damit er dann eben halt nicht so viel verbraucht und auch nicht zu fett läuft. Das kann man dann immer am besten am Kerzenbild sehen, weil man kann ja während der Fahrt, man hat ja keine Lambda-Sonde, man hat kein Feedback. Na klar kann man alles machen, klar kann man eine Breitband-Lambda-Sonde nachrüsten und dann eine Einstellfahrt alles machen, aber irgendwo muss auch Schluss sein und wir sind ja alt bewährt und wir machen so, wie es vor 30, 40, 50 Jahren, 100 Jahren auch schon gemacht haben. Eine ungeregelte Venturi-Anlage, OMVL R90E Verdampfer, schöner Mischer oben drin und ja, Powerwave da drin und das ist der Umschalter AEB, wie heißt der? 175. Nee, 175 ist die Leonardo-Steuerung. Okay. 722A. Genau. AEB 722A ist eigentlich nur ein Umschalter, der den Verdampfer an- und aussteuert und er bekommt ein Signal von der Zündspule Klemme 1, dass der Motor läuft. Ne? Damit eben halt, der kriegt, wenn man Zündung an- und aus macht, mach mal Zündung an- und aus, ich will es genau erklären. Also, dann erkläre ich es. Man macht Zündung an- und aus, der kriegt nur einen ganz kurzen Vorschuss. Das Magnetventil öffnet kurz und geht dann sofort wieder zu, dass er Kraftstoff zum Starten hat, aber er bleibt nicht offen, weil noch kein Drehzahlsignal ist. Und in dem Moment, wo er Drehzahlsignal von Zündspule Klemme 1 bekommt, hier bleibt er dann offen. So, und das ist eben, das gewährleistet eben halt der Umschalter. Dafür ist das wichtig. Das ist noch kein richtiges Steuergerät, nur ein Sicherheitsrelais quasi ist da drin von Zündspule Klemme 1, Rechtecksignal, dass die Anlage offen bleibt. Ja und gut, und es gibt eben halt, wenn er von Klemme 15 Strom kriegt, Zündung an, ist einen kurzen Vorschuss, damit das Auto auch anspringt und das tut er auch. Gut, Dome programmiert den Umschalter jetzt gerade noch auf den richtigen Tanksender. Wir haben hinten unten einen 0,90 Ohm und das müssen wir ihm auch sagen, dass die Tankanzeige auch einigermaßen funktioniert. Ja. Ne? Haut's hin? Ja, das war's eigentlich. Schweren Herzens verabschieden wir uns dann von unserem 123er und ich bin mal gespannt. 14 Uhr, wie ich ja schon gesagt hatte, hole ich Martin vom Bahnhof ab. Ja, hast du programmiert? Da kann ich nicht mehr voll an, sondern noch ein Balken, weil ich nicht ganz voll getankt habe. Genau, können wir ja aber gleich noch machen. Ja. Ne? Aber das Ding ist ja immer dabei. Genau, jetzt können wir es nochmal eben schnell vorführen. Warte mal, warte kurz. Mal gucken, ob man es hört. Ja. Habt ihr das gehört? Und wieder zu. Und jetzt, so, also kurz davor. Starte mal. Genau. Er fängt sich im Standgas perfekt, haben wir super eingestellt und er hat jetzt Drehzahlsignal von Zündspule Klemme 1 anliegen und dann bleibt er auch offen. Das ist Sicherheit und genau so muss es auch sein. Ach, sieht schön aus. Ach mein Gott, wie oft habe ich gesagt, ach, der sieht schön aus, ach, der sieht schön aus. Ihr seid schon genervt davon, ich sage jetzt nicht mehr, ach, der sieht schön aus. Ihr könnt froh sein, dass Martin kein YouTuber ist und dann nicht jeden Tag ein Video auf YouTube verbreitet, wo er von dem Auto steht. Ach, ist der schön. Was ist los? Eine rauchen? Noch einen zweiten Kaffee hinterher? Nee, ich mache ja mal den Übergabe fertig. Noch okay. Rauchen ohne Kaffee. Ja, los, so machen wir das. Ja, dann sehen wir uns gleich hoffentlich mit Martin wieder, wenn er seinen wundervollen... Oh, der ist verklemmt an der Scheibe. Wackeldackel. Ausprobieren kann. Bist du lebensmüde, Alter? Du rauchst ja. Ich weiß. Wo wir gerade so am Rauchen sind, ist mir eingefallen, dass ich euch auch noch mal
das Gutachten zeigen kann. Weil das ist ja auch immer wieder, es vergeht eigentlich keine Woche, wo ich nicht eine E-Mail erhalte von wegen, ja, ich wäre auch gerne auf Autogas gefahren, aber mein Auto hat ein H-Kennzeichen. Das geht ja nicht. Ne? Das ist ja immer dieses blöde Gerücht von wegen Oldtimer mit H-Kennzeichen und Gasanlage funktioniert nicht, darf alles nicht sein. Und deswegen möchten wir euch nochmal, hier, leg mal hier schön auf den, was? Nein, nein, ist gut. Kannst du mal rausnehmen, können wir mal zeigen, dass es funktioniert, dass LPG Autogas mit einer Venturi-Anlage von uns zeitgerecht, zeitgenössisch und das Hakezeichen sich überhaupt nicht widersprechen und dass es auch gut ist und auch aufgrund des H-Katalogs auch zulassungsfähig, weil zeitgenössisch, eine Venturi-Anlage ist zeitgenössisch erstens und zweitens sind grundsätzlich sämtliche abgasverbessernde Maßnahmen sowieso geduldet. Also gibt es zwei gute Gründe, warum ein Oldtimer mit H-Kennzeichen genehmigt ist. Jetzt zeigen wir euch das nochmal auf Papier. So sieht das aus. Das ist die Abnahme, die wir gemacht haben. Die kostet 130,90. So, steht ein Paragraph drauf. Nee, da jetzt nicht. So, und da ist jetzt, da seht ihr jetzt ganz genau, Daimler Benz geschlossen, dies, das, nachgerüstete Gasanlage. Alles so, wie sich das gehört. Doch was ganz, ganz Wichtiges habe ich vergessen. Und zwar der Begriff REM-R, der bei Venturi-Anlagen natürlich auch nicht sein darf, möchte ich euch noch schnell erklären. Und zwar ist es ja bei der Kajetronik eigentlich ganz gut und alles in Ordnung, wenn die Luft nach vorne reinkommt und er dadurch durch den Fahrtwind ein bisschen mehr Sauerstoff kriegt. Weil wir aber, ihr dürft jetzt nicht vergessen, hier ja der Mischer drin ist, der Mischer den Venturi-Effekt erzeugt, der hinten die Membrane steuert, also viel Airflow, also viel Luftdurchströmung, viel hier Venturi-Unterdruckeffekt, viel Membrane bis Anschlag und viel Kraftstoff damit, ja. Was passiert, wenn wir jetzt hier Fahrtwind reinhauen? Da wird der Venturi-Effekt gestört und er läuft dann zu mager und fängt nachher dann irgendwo das Bocken an. Also REM-R ist grundsätzlich eine reingestoßene Luft. Ich möchte das immer alles nicht Englisch erklären, sondern Deutsch. Reingestoßene Luft darf bei einer Venturi-Anlage nicht sein. Deswegen haben wir hier so ein Blech vorgeschraubt, wo quasi der Fahrtwind da nicht direkt bis hinten zu dem Mischer geht und keine REM-R hinter dem Luftfilterkasten noch entstehen kann. Das war ich euch noch eben schuldig, war mir wichtig, euch noch zu erzählen. Tupf, 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 Kleinigkeiten sind wichtig. Ach ja, Tankeinverstutzen haben wir auch nicht gezeigt. Der ist da oben drin. Da haben wir noch so ein paar ganz kleine Schönheitsdinger weg. M16 Tankeinverstutzen in der Originaltankklappe. Super. Ihr seht es an dem wundervollen grünen, grasgrünen Hintergrund und dem Wackeldackel. Ich sitze in dem 123er und fahre zum Bahnhof und hole unseren Martin ab, der dann sein neues Schätzchen in Empfang nehmen darf. Bin mal gespannt, ob wir mit ihm zusammen ein Video machen. Dann sehen wir uns gleich mit Martin wieder und seinem strahlenden, lächelnden Gesicht. Willkommen zurück und ihr seid alle gespannt auf Martin, den Käufer des Autos. Ja, hallo. Martin, wie ist dein Eindruck? Ja, super, super, schwer begeistert. Wirklich. Ja, dann starte mal. Der startet gleich direkt auf Gas. Ja, warte, erstmal einen Sitz nochmal. Ja, mach mal einen Sitz richtig. Starten immer ohne Gas. Okay, los geht's. Ja. Juhu. Gleich direkt auf Gas läuft er so. Achso, der läuft jetzt auf Gas? Der läuft direkt auf Gas. Das zeige ich dir gleich in der Firma, alles in Ruhe. Okay, okay, wo geht's lang? Ja, nach meiner Anleihe erstmal da raus. Alles klar. Ja, Zugfahrt, alles war gut? Jo, alles gut. Ja, jetzt machen wir erstmal eine schöne Übergabe, erstmal eine schöne Probefahrt. Weil ihr guckt doch mal selber, schreibt es mal unten drunter, ob Martin hier reinpasst. Grüne Innenausstattung,
Toilettenrollenhalter, Wackeldackel. Nagel ist natürlich dann nicht mehr an Bord. Ja, sehr gut. Gleich merkst du das nicht merkbare Schalten dieses Getriebes. Ja. Ist einfach super. Da runter. Da links runter. Links runter, genau. Da die Straße lang. Und dann wollen wir jetzt mal live deine Emotionen miterleben. Hast du gemerkt? Jetzt hat er geschaltet. Ja. Ist er im zweiten Gang, ist ja nur ein Dreiganggetriebe, ne? Hervorragend. Sehr gut. Fährt sich schön. Gasanlage ist ganz perfekt eingestellt auch. Da kriegst du gleich auch noch eine ganz umfangreiche Einweisung. Der Vorteil an so einer Venturi-Anlage ist, das ist mal so ein bisschen. Du musst dir das genauso vorstellen, wie als wenn du einen neuen Vergaser auf dem Oldtimer baust. Ja. Stellst du drauf, da ist auch immer so, wenn es ein bisschen was einzustellen, dies, das, jetzt. Aber wenn das einmal passt, immer, nie wieder Probleme. Ne? Brauchst du keine große Wartung dran machen, halt, läuft immer. Okay. Ne? So, jetzt haben wir hier 73.365 Kilometer. Jawohl. Ja. Ist schon komisch, ne? Jahreswagenzustand so alt, ne? Doch, sehr. So, fährst du da hinten rechts an der Ampel runter. Jo. Da lernst du das schöne Holzminden mal kennen. Genau, hier rechts runter, genau. Grünpfeil. Diese grüne Hinausstellung ist zuerst hässlich, ne? Aber wenn man sich dann drum hat, dann hat er gesagt, irgendwie finde ich das jetzt richtig geil. Ja, die ist sehr geil. Dieser Drehzahlmesser ist natürlich ein bisschen. Ja, er war Kfz-Meister und wollte das alles irgendwie im Blick haben. Und die haben kein Drehzahlmesser gehabt. Ne? Guck, wie schön der läuft. Stand. So der D. Sehr schön. Wirklich schön, ne? Ja. Ja, dann freundet ihr beide euch mal in Ruhe an jetzt. Ja. Zeitreise. Ja, hier, die Kassette haben wir auch noch drin vom letzten Video hier. Ja, die griechische Musik. Ja, Roberto della. Keine Ahnung. Ich das machen wir jetzt mal nicht. Griechische Musik in Erinnerung. Nee, das war, glaube ich, nicht griechisch. Das war irgendwie deutsche. Die haben wir auch alles drin hier, ne? Ja, das ist deine Zeitkapsel. Und ja, links rüber, wir fahren geradeaus rüber. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, das ist eben halt. So restaurierte Karren und so kannst du kaufen, aber so wirklich so wie original, unangetastet, gibt es eigentlich nicht so in dem Zustand. Ne? Vorhin darfst du eins nicht vergessen, wie ich es auch schon gesagt hatte, das erste Serie. Ja. Diese erste Serie, der 123er, technisch waren die eigentlich schon immer gut, aber die konntest du nach 5 Jahren schon zusammenfegen. Ne? Erste Serien als 280er noch Automatik ist wirklich mega selten und in dem Zustand nicht zu kriegen. Und da rechts rum. Unser schönes Amtsgericht hier. Das ist aber eine schöne Stadtführung von mir. Ja, wie fühlt sich das an? Ja, immer noch super. Ich freue mich. Ja, ich freue mich, ne? Wirklich riesig. Ich hatte ja 2, 3 davon. 123 hast du gehabt? Jo. Okay, was für welche? Aber keine 280. Nein, natürlich nicht. Der erste war ein Diesel, weiß als Limousine. Ja, eine Wanderdüne. Eine Wanderdüne. 200er? Ja. Und danach kam dann 2x Kombi wegen der Kinder. Ja. Ja, und dann war die Zeit auch vorbei, ne? Dann wurde es moderner. Aber 200 Diesel ist im Winter nicht angesprochen, ne? Ja. Also ich kenne das so, ich weiß genau, der 200er Diesel sprang gar nicht an im Winter, den musstest du anziehen. Der 220er, na so bei minus 5, 8, 10 Grad ging noch gerade so. Und der 240er, der hatte komischerweise kaum Probleme. Aber der 200er, da gab es welche, die hast du wirklich bei minus 10, 15 Grad nicht über eine Batterie angekriegt. Da war das Öl so dick, die haben so langsam so schlecht gedreht, wenn das Öl dick war. Und die musstest echt anziehen, wenn es richtig extrem. Wie war deiner denn da? Der war sehr gut. Ja? Der war im Grunde wie der hier, der war fast neu. Ah, okay. Den habe ich damals vom Verwandten bekommen. Der nicht mehr fahren konnte. Und der ist angesprochen, bist du im tiefsten Winter nicht gefahren? Doch, ja? Ja, klar. Krass, und der ist gut angesprungen? Das ist halt nur lange her, ne? Ich kann mich nicht mehr wirklich so dran erinnern. Ach so. Aber ich habe keine schlechten Erinnerungen. Wie lange ist das her? 30 Jahre. Echt? Locker. Oh, ja. Ja. Na, nach 30 Jahren fährt Martin mal wieder einen 123er. Ja. Du hast ja auch mit dem Strich 8 alles geliebt, Olli. Jawohl. Ne? Ja, den hatte ich auch mal. Und ich hatte ein sehr gutes Angebot. Ja. Der war auch sehr gut, aber dann bin ich halt über dieses Video gestolpert. Ja. Und bin dann auf 123er Suche gegangen.
hab mir einige angeschaut. Und, ach, entschuldige, du hattest die, stimmt, du hattest die Videos immer geguckt gehabt, ja, wusstest aber nicht, dass ich den verkaufe, ne? Du hast nicht bis zu Ende geguckt. Ja, genau, ich habe mich interessiert für Gasanbau. Ja. Hab nach 230 CE eigentlich geschaut. Ja. Und dann habe ich im Hintergrund immer diesen Mercedes gesehen. Ja. Ja. Und irgendwann habe ich die Geschichte dazu gehört. Ja. Aber nur vorneweg, so den ja, ja, ist klar. Ich zum Ende geschaut. Und habe immer, wenn ich mir Autos angeschaut habe, habe ich gesagt, es gibt noch richtig gute. Und so einen suche ich. Ja, und dann ein Tag später war die Annonce in der ja, eBay Kleinanzeigen. Ja, dann hat es gepasst. Und dann dachte ich, hä, kommt mir bekannt vor. Ja, sehr gut. Das Interessante war ja, wegen dieser Preisfindung für dieses Fahrzeug, ne? Da habe ich dann meine Vorstellungspreise genannt und habe gesagt, hier, was haltet ihr davon? Da waren ja viele, ah, der ist viel zu teuer, guck mal, da ist einer für 19 drin. Und, der ist, und das war einer, der guckt das auch regelmäßig, das war sehr interessant. Der hat mir noch einen Link geschickt für 19, einen auch irgendwie 100.000 gelaufen, irgendwie auch ein 2. Wo lang? Sag mal kurz. Daraus, genau. Richtung B-Wern? Genau, Richtung B-Wern. Für 19 irgendwie sowas, hatte wohl 100 gelaufen und auch ein 280er. Ein ähnliches Auto wieder, so stand der da. Ja. Und er sagte, guck mal, deiner ist viel zu teuer, den gibt es für 18 oder 19. Ich sagte, ja, dann entweder ist es ein Fake-Inserat oder fahr mal hin. Ne? Und der hat dann auch später runtergeschrieben, er hat sich das angeguckt, das Auto ist Blätterteich. Ehrlich? Blätterteich. Die Anzeige ist noch drin, der richtig, hat mich auch angeschaut. Blätterteich, hat er sie. Ja, die habe ich gesehen. Ja. Aber das Auto hast du nicht angeguckt, ne? Nein, natürlich. Ja, das ist immer, also Anzeigen sind eben manchmal geduldig, ne? Was da wirklich am Ende bei rauskommt, ne? So wie dieses hier, ungeschweißt, 36 Jahre gestanden, kein Sonnenlicht, nichts ist schon. Also ich habe mich da total drauf verlassen, was du da mal erzählt hast. Ja. Das war sehr überzeugend. Ja. Konnte mir einfach nicht vorstellen. Da kannst du auch, ist ja eben halt. Das ist ja stimmt. Also ich habe mich da wirklich drauf verlassen. Ja. Und, siehst du ja jetzt. Der erste Eindruck ist super. Ja. Ja. Wir machen gleich eine ganz, ganz umfangreiche Einweisung noch. Sagen wir mal, dein Umschalter auf, machen wir noch auf deine Wunschposition. Den haben wir ja, ihr habt es ja gerade gesehen, den haben wir ja unten noch so rumbaumeln, damit Martin sich aussuchen kann, wo er den am besten sehen kann, wo er den am besten bedienen kann und sowas alles, damit das alles auch so nach so entwunschen ist. Ne? Ja. Glücklicherweise stört Martin an diesem Auto gar nichts, er ist begeistert. Jawohl. Und wir wünschen nicht nur dem Auto ein langes Leben, sondern Martin auch zusammen mit dem Auto. Ne? Vielen Dank. Und jetzt geht's zurück nach? An die Ostsee. An die Ostsee? Genau. Ja, du pass auf, dass er nicht so viel Salzwasser kriegt. Nein. Alles klar. Aber ich wünsche dir, ja, wünsch dir eine gute Fahrt. Vielen Dank. Schön, dich kennengelernt zu haben. Vielleicht sieht man sich nochmal. Ja. Ja. Und ja, euch vielen Dank, wie immer, fürs Zugucken. Abonnieren nicht vergessen und so bla. Schönes Wochenende. Bis später. Schnäppchenhaus geht's nachher weiter. Ne, Richie? Jo. Treppenplateau endlich draufbauen. Ne? Video kommt nächste Woche. Okay.